Ein Kupferdraht wird um einen Kern gewickelt. So entsteht eine Spule. Die über 200 Mitarbeiter vom Cook Elektronikwerk in Shanghai wickeln Millionen solcher Spulen pro Jahr. Manuel Inauen ist stellvertretender Geschäftsleiter von Cook. Er reist regelmäßig vom Hauptsitz in Appenzell nach China. Wichtiges Thema mit dem Geschäftsleiter vor Ort: um konkurrenzfähig zu bleiben, muss auch in China die Automatisierung stetig vorangetrieben werden. Vor 15 Jahren gründete Cook sein Werk in China. Von Anfang an ein Abenteuer. Es war eine Challenge, dass der Kulturwandel von einem Appenzeller oder von einem Schweizer zu einem Stadt-Shanghaier oder eben allgemein ein Chines können zu vermitteln, auf welche Werte wir setzen in Bezug auf das Produkt. Wir in der Schweiz haben sehr strukturiertes Vorgehen. Wir haben innovationstriebene Ansätze. Wir sind verantwortungsbewusst und übernehmen auch Verantwortung mit Entscheidungen, die wir machen. Und da hat man in China eigentlich nicht gespürt. Die ersten 8 Jahre waren schwierig. Inzwischen gilt das Werk in Shanghai als eines der qualitativ besten der Cook-Gruppe. Ob Schalter für Kaffeemaschinen oder automatische Türöffner, für ein magnetisches Feld braucht es eine Spule. Das Werk in China konzentriert sich auf die ganz kleinen Spulen. Diese kommen in der Medizin zur Anwendung, ein Geschäftsbereich, der zweistellig wächst. In China geht es für ausländische Firmen längst nicht mehr darum, günstig für den Weltmarkt zu produzieren. Wer im Geschäft bleiben will, braucht chinesische Kunden vor Ort. Wir schätzen China als Hochpotenzial in den Technologien, wo Cook unterwegs ist. Wir können hier von den Megatrends Automatisierung in der Industrie schwätzen. Wir können über die Medizin, die ganze Sensortechnik. Wir können über die ganze E-Mobility, die ganz stark gepusht wird von Beijing aus. Über die ganze Robotik. Also technologisch ist China unheimlich interessant für uns. In rund einem Jahr eröffnet Cook ein zweites Werk in China. Natürlich berge das Land auch viele Risiken, sagt Manuel Inauen. Komplizierte Verfahren, steigende Lohnkosten, teilweise bis zu 6% pro Jahr, starke Kontrolle seitens der Regierung. Aber der chinesische Staat unterstütze auch. Wir haben ein unheimlich gutes Angebot bekommen vom chinesischen Staat, weil wir innovationstrieben eingeschätzt worden sind und somit in dem zweiten Werk eigentlich haben relativ mit wenig Risiko dürfen Fuß fassen. Dazu gehören Vergünstigungen, etwa bei den Steuern oder beim Landkauf. China ist an Schweizer Unternehmen und an deren Technologie sehr interessiert.